So, und hallo zu einem weiteren Teil von The Walking Dead Survival Instinct. Wir betreten jetzt Oakviews altes Sägewerk. Dort soll ein Flüchtlingslager sein. Das hat uns ja schon der Sheriff der Eterna erzählt, dass er da seine Tochter hingeschickt hat. Die haben wir allerdings schon in Fontana getroffen. Und ja, die Mia, die kommt von hier. Müsste sich ja bestens auskennen. Jetzt sehen wir mal zu, was wir mitnehmen, was wir da lassen. Pistole oder Gewehr? Gewehr oder Pistole? Pistole oder Gewehr? Wie viel Gewehr haben wir? Gewehr, Munition. 33. Pistole haben wir 33. Gewehr, Munition 24. Schrotflinten, Munition 14. Ich denke mal, mit dem Gewehr sind wir diesmal besser dran. Repetiergewehr. Das nehmen wir mit. Sportgetränk brauchen wir. Versorgungsration ist immer gut. Bescheuertes Leuchtfeuer. Naja, das können wir unterwegs wegwerfen. Gewehrmunition 3. I'm irritiert. Sprit auch übertragen. Und Schrotflintenmunition brauchen wir auch keine. Aber ein bisschen mehr Gewehrmunition hätte ich schon gern dabei. Dann nehme ich doch lieber das 24er Paket und lasse das 3er Paket da. 25 Schuss dürften reichen. Die knurren da hinten rum, das gibt's ja nicht. So. Dann zu euch zwei. Kollegen. Mia ist noch voll fit. Jimmy Blake. Schaut mir echt nicht gut aus, der Kollege. Der nickt immer so weg. Mal schauen, kann man dem ein bisschen was Gutes tun. Ja, das war eine ganze Versorgungsration. So, er hat einen Revolver. Den könnt ihr allerdings auch so ein Gewehr geben. Und nicht, dass der dann meines hat. Ach, Revolver passt, der ist gut genug. Wie ist das Risiko? 55. Das Risiko ist auf jeden Fall niedriger wie vorhin. Ich versuch's einfach mal. Und die Mia. Ich hätte nur Daumen schalten müssen. Die leichtsinnige Mia. Die bekommt eins von den vielen Repetiergewehren. Lebensmittel suchen. Wieso ist bei ihr nur 35% Risiko? Ach, ja, weil alle zwei gehen. Deswegen, auch wenn es verschiedene Dinge machen. Gut. Zurück. Nochmal schnell schauen. Mein Gewehr habe ich noch, ja. So ist man schon mit dem Chessgang. Gebt ihnen ein Gewehr und stellt dann fest, dass das meins war. So, und rein geht's in den Ort. Vom Merle steht gar nichts da. So you're just gonna waltz up there, knock on the door and ask to borrow a couple meds? Now what do you want me to do? You're sick as a dog and you need medicine. You didn't want to go to no hospital. Let's just go join my crew at Jake's. They got what we need. Yeah, we gotta get there first. Traveling ain't so easy these days. I'm coming with you then. Yeah? You can barely walk. I mean, just stay put. Rest up. Anything happens, just call me. Fine. Na gut. Darf man mir kein Unrecht tun, der wollte sogar mit, aber wir haben den zurückgeschickt. Ah, oh, hell. What do you got? They got eaters in here too. Wie sind das? Einer nur. Ja. Vorne ist noch einer. Vielleicht können wir gleich ein paar in Serie wegmachen. Cool.
Die verspeisen da hinten ein. Da strammt uns da einer rum. Da hinten ist... Ui. Mach erstmal den da hinten weg. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da ist er. Ich will da jetzt nicht hoch. Oh. Munition ist gut. Ich wollte eigentlich erstmal da vorne noch ein bisschen den Raum erkunden, ob da noch irgendwas rum. Den Raum erkunden? Mein Gott, wenn man sich das anhört. Den Raum erkunden. Oh. Große Taktik, er erkundet den Raum. Ey, Fressack! Eigentlich wollte ich dir das Messer geben, aber so ist auch gut. Da schleicht einer rum. Aber Sammelgüter scheint es da keine zu geben. Zumindest jetzt in dem Bereich nicht. Na gut, klatscht mir den Kerl noch weg. Wo ist er denn? Ach, der hat uns schon gesehen. Du bist Mucks? Ja, der ist Mucks. Mäuschen. Da ist nichts. Gut, okay. Dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Ist da irgendwas? Ja, das sind gleich zwei. Erledigt. Gibt's da Sammelware? Knappe. Ey, ja! Da drüben gibt's was. Wo läuft denn der? Der weist mir den Weg. Da ist noch einer da. Der ist doof. Oh! War das schon der? Oder war das ein anderer? Das ist nur ein Scheinwerfer. Da ist sonst nichts. Vielleicht war das schon der. Da war doch jetzt... Ah! Wow. Pistole. Munition gibt's keine dazu. Ha! Kollege, kannst dich nicht bücken, hä? Ach, aber greifen kann er mich schon. Bulldog. Wie willst du mich denn beißen, Kasper? Wie willst du mich denn beißen, du Kasper? Da ist noch irgendwas rumgelegen, oder? Täusche ich mich? Heute ist schon aufgesammelt. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall platt da. Ja, gut. Ah, doch, da. Doofes Leuchtfeuer. Naja. Nehmen wir es einfach mal mit. Eigentlich wollte ja die Munition da. Zack. Munition vergessen. So. Jetzt aber. So, haben wir. Boom. Boom. Da ist nichts. Attention. We got goons near the stacks. Try and get a light on them. I heard that. Ain't they being neighborly? They aren't shooting at me, not yet. Damn it, people. We got to keep a sharper watch. Travis, get a group out there to check the west fences. There's a hole out there somewhere. Oh, ho, ho. Watch for stragglers. Don't let it take one to ruin your day. Loch im Zaun, so sagen. Da stehen zwei. Da lungen ein paar rum da drin. Bis die aus dem Pott kommen, die zwei. Muss ich mich eh wieder bücken, dass ich den erwisch.
Camper, oder? Laber nicht! Halt die Klappe! Ah ja, da vorne geht's ab. Was ist mit dem? Ja klar. Irgendwie ist da jeder am Start. Hey! Das war die falsche Taste. Da ist er noch. Hey! Das war die falsche Taste. Die sind so dermaßen hypnotisiert von dem Licht. Da ist einiges an Zombies da vorne los. Schauen wir uns erstmal die andere Seite von dem Sägewerk noch an. Vielleicht kommt man von der anderen Seite besser ran. Da ist nichts mehr. Das ist auch bloß der Matsch. Das ist schon mal schön, wenn da durch Zauberhand nichts mehr dazu kommt. Mal schauen, was da oben ist. Das hat mich gerade vorhin schon interessiert. Nicht. Da ist sonst nichts. Okay. Wenn die Leiter hochgeht. Zumindest einen besseren Überblick. Da oben ist keiner. Ah ja. Oh, da liegt eine schöne Flinte. Und 1, 2, 3, 4, 5 so Knechte. Naja, gut, die kriegen wir schon platt. Schaut's da aus? Sieht man nichts Großartiges. Ah ja. Ne, da gehen wir außen rum. Heppa! Und von da. Was heißt denn außen rum? Müssen wir außen rum? Ah, gehst du da weg? Ja, da müssen wir außen rum. Okay. Da ist jetzt keiner mehr irgendwie auf mysteriöse Art und Weise aufgewacht. Das passt. So. Wo war der Typ? Da war er. Hab ich ein Schwein? Einfach mal blind reinlaufen, ne? Was sonst noch einer, ne? Ich weiß, ich hätte ihn jetzt auch erstechen können. Ist da oben einer? Nö. Da hängt jeweils links und rechts bloß einer dran. Na, der hat schon einen Kopfschuss, da sieht man. Oh, stinkt der. Oh. Hey, da ist noch eine Flinte. Ist ja cool. Finders Keepers. Der ist Matsch. Dich stech mal weg, Bub. Dich da vorne. Genau so. Dich. Ebenfalls und. Hau man so dermaßen in die Fresse. So. Ah ja, Pistolenmunition. Gerade vorne hätte ich gedacht, da wäre auch noch was gewesen. Nein, da war nichts mehr. Das hat täuscht. Da ist auch nichts. Gut. Da schleichen wir durch die Holzstapel durch. Holzstapelschleicher. Wo geht's da hin? Ah! Kasper! Wo ist er? Kaputt ist er! Gut.
Trinken wir erstmal einen Schluck. Ja klar, dass der jetzt aufsteht. Weg. Du da oben machst du halt keinen Terror mehr, oder? Hast du noch einen Stress? Nö, der macht keinen Stress mehr. Ist nichts zu sehen. Ist nur der, hm? Kommt nix, Gott. Ne, sonst nix. Ja klar, das sind es gleich zwei. Schau mal im engen Raum. Aua! Arsch! Oh man, I needed that. An dem muss ich ein bisschen arbeiten. Sonst gehen mir am Schluss noch die Reserven aus. Hinter mir ist. Nee. Den anderen ebenfalls, oder? Nee. Beil. Wer will denn ein Beil? Naja. Nehmen wir mal ein Beil mit. Jetzt eigentlich so eine Verpflegungsration lieber gewesen. Kasper, schreib mich da von der Seite an. Da drüben irgendwas? Ne, abgezäunt. So, jetzt ging das einigermaßen befriedet jetzt. Da haben wir noch ein paar so Knechte hier rumstehen. Was war denn das? Schau mal was. Irgendeiner gelaufen oder was? Ne. Oh shit. Da, erwischt. Beispiel die Tür zu. Ah, Pistole? Pistolmunition, aber das Inventar ist voll. Die Knarre liegt da noch rum. Sacke blöd. Jawohl, steh auf. Flasche. Da hinten ist noch einer. Ah genau. Bleib gleich unten. Da steht noch einer rum. Na. Flasche. Ist da irgendwas drin? Ne. Da liegt sonst nichts. Jo. Da ist auch nichts drin in die Kühlboxen. Und der schläft. Was ist das? Ein Hammer. Da ist gesperrt. Kühlschrank ist zu. Da liegt der Rucksack. Den können wir aber nicht nehmen. Oh, Versorgungsration. Die nehmen wir gern mit. Da habe ich ja schon rumgeweint, dass da nichts ist. So, da haben wir eine Pistole. Starke Pistole. Was haben wir da? Pistolenmunition. Gewehrmunition. Halbautomatisches Gewehr. Hm. Was haben wir im Inventar? Ein Beil. Starke Pistole haben wir ja schon eine. Gewehrmunition, Pistolenmunition. Leuchtfeuer. Ach, den ganzen Schrott weg. Beil fallen lassen. So, jetzt haben wir noch zwei Plätze frei. Dann einmal. Cool. Pistolenmunition. Starke Pistole. Wenn die Pistole leer geschossen ist, können wir sie immer noch wegwerfen.
Inventarfall, ja. Ist ja eh nur die Flasche. Munition war da nichts mehr. Gut. Nachdem ich ja wieder mal nicht auf die Uhrzeit geschaut habe, gehe ich davon aus, dass die Viertelstunde voll ist. Bevor wir jetzt da rausgehen und Rabatz machen, würde ich mal sagen, Licht aus. Und vielen Dank zum Zuschauen, fürs Zuschauen. Yes! Und bis zur nächsten Folge.